Der Kongress Lebendiger Heilkunst ist ein Kongress für neue Heilmethoden, der zu Ostern stattfindet in Fürstenfeldbruck bei München mit 35 Referenten, die dort in über 80 Workshops ihre Verfahren präsentieren. Und das ist die Idee für den Kongress. Lebendige Heilkunst, also das Lebendige, das Vitale und auf der anderen Seite die Kunst des Heilens zu betonen. Und ich habe es geschafft, 35 fantastische Referenten aus Deutschland zusammenzubekommen. Es haben alle spontan Ja gesagt. Aber es hat sie angesprochen. Also es ist schon die Idee, hat die Referenten im Herzen angesprochen. Die Struktur des Kongresses ist, ich habe sie mit Absicht anders gewählt, als es sonst üblich ist. Wir haben normalerweise Vorträge bei Kongressen. Und genau von dieser Struktur wollte ich weg. Ich wollte Workshops präsentieren, und zwar eine reichliche Vielfalt von Workshops. Deswegen haben wir das Veranstaltungsforum Fürstenfeldbruck gewählt. Bei München, wir haben dort 12 Workshop-Räume parallel zum großen Saal. Und dort finden parallel 12 Workshops statt. Und davon gibt es mehrere Blöcke am Tag, sodass jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, mehrfach am Tag sich neu zu entscheiden, was er von einer Vielzahl von Referenten erfahren und ausprobieren möchte. Wir haben einen Raum der Sinne, einen großen Saal nur dafür gemietet und eingerichtet, dass die Teilnehmer dort ins Wahrnehmen, ins Fühlen kommen können. Denn bei all diesen energetischen Heilverfahren geht es immer wieder darum, wahrzunehmen und zu fühlen und offen zu sein. Und das möchte ich im Kongress repräsentiert haben. Es sind 35 Referenten mittlerweile, davon sind 24 Autoren. Das sind, die meisten der Referenten sind die Entwickler der eigenen Verfahren. Es gibt einzelne Referenten, die Verfahren in Deutschland vertreten, wie zum Beispiel Bettina Halifax für The Journey oder die Svetlana Smirnova für die Grabovoi-Methode. Aber die meisten Referenten haben ihre Verfahren selber entwickelt aus eigenen Lebenserfahrungen heraus. Damit haben wir ein ganz, ganz breites Spektrum an Verfahren dort, die aber in sich doch eine Synthese ergeben. Sie alle unterstützen uns in diesem Kongress, um ein Gesamtkunstwerk darzustellen, also neue Heilweisen zu präsentieren, Heilweisen, wie sie in der Zukunft Menschen helfen können, in der praktischen Arbeit von Therapeuten, aber auch in der Selbstanwendung. Also für mich ist es ein Wegweiser, wo geht Medizin hin, wo findet Medizin aber auch wieder zurück zum Herzen, zum Menschen. Also energetische Medizin, Heilweisen, die nicht auf Technik basieren, sondern die wieder die Kunst des Heilens betonen und den Menschen als Anwender, aber auch als Empfänger in den Mittelpunkt stellen. Und damit die Synthese schaffen von dem, was in Jahrtausenden entwickelt wurde, mit modernen Ansichten der energetischen Medizin, und das verbinden zu einem komplexen Kunstwerk.